Und damit hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Ark Survival Evolved hier vom Community Server. Ja, ich muss zugeben, ich habe mal wieder eine Aufnahme verschludert und dazu noch eine sehr interessante. Aber vorneweg, bevor sich die Hauptprotagonisten in diese Aufnahme, ihr werdet es noch sehen, ärgern. Nein, keine Angst, das Wichtigste habe ich. Ich habe dann irgendwann gemerkt, im Moment meine Aufnahme läuft nicht, dann habe ich noch angemacht und das Wichtigste habe ich noch aufgenommen. Es fehlt allerdings der Teil vorweg und den stelle ich jetzt einfach nach. Ja? Ist aber auch kein großes Problem. Wir waren hier das letzte Mal noch unterwegs gewesen bei den Baumschubsern und haben uns die Basis von denen angeguckt. Und ja, was soll man dazu eigentlich noch großartig sagen? Die ist mal wieder absolut atemberaubend gewesen. Bei den Überlebenden haben wir ja schon nicht schlecht gestaunt, bei den Gummibären waren wir schon, bei den Kampfkeksen waren wir, alles super schöne Basen und hier die Baumschubser, die spielen da voll mit in derselben Riege und ja, wir fliegen jetzt hier nochmal kurz drüber, weil wir hatten nicht mal mehr Zeit, uns alles anzuschauen. Was ich so cool finde, sind halt auch die ganzen Kleinigkeiten, wie hier diese Futterkrippen mehr oder weniger, ja, für die Dinos. Hier haben wir es für die Spinos, da vorne haben wir für die Rexe, ne? Das ist nicht einfach nur ein Futterdruck, plump in die Landschaft gestellt, wie bei uns, sondern haben sie noch ein kleines Häuschen drumherum. Also da ist schon echt einiges gemacht und an liebevollen kleinen Details. Da vorne die Mammuts haben, glaube ich, auch ihre eigene Bude. Und hier sehen wir den, ja, das Vogelnest, nennen wir es mal. Nennen wir es mal das Vogelnest. Hier stehen die ganzen Argentavis sozusagen, der Adlerhorst. Und da unten, glaube ich, sind die kleineren Vögel, die Pappvögel, oder? Ich sehe es gerade gar nicht. Ja, müsste so, oder? Ich weiß gar nicht. Moment, ich sehe hier gerade so wie... Wer sich jetzt wundert, dass hier die Schrift auf einmal blau ist. Wir haben eine... Boah, das ruckelt hier bei denen. Wir haben eine Allianz. Jetzt bin ich drin. Ja, genau. Es sind die Pappvögel hier unten. Ein Vogel ist einfach zu schnell hierfür. Und unten stehen noch Dödis und Wölfe. Und da oben haben wir noch die Pappvögel. Also hier ist noch allerhand. Wir werden sicherlich das ein oder andere Mal noch vorbeischauen bei den anderen Tribes. Und dann eben auch wieder hier. Bis dahin wird sicherlich wieder viel Neues entstanden sein, was wir uns dann anschauen können. Hier sind noch weitere Buden. Also, boah, ist das ein Geruckel heute. Das ist ja der reinste Wahnsinn. Ich glaube, ich muss mal, solange wir hier sind, muss ich hier einfach runter. Resolution Scale ist ja schon. Ist ja schon unten. Ich dachte, ich wäre noch auf Epic bei den Texturen. Das hatte ich für den PvP-Trailer. Da hatte ich mir mal Epic gegönnt. Aber hier ist ja das... Was ein Geruckel. Das ist der reinste Wahnsinn. Wir bauen so viel. Das ist unglaublich. Da vorne lädt das Haus und dadurch ruckelt das dann jetzt so. Wir machen uns jetzt mal zurück. Ja, zurück machen wir uns mal. Boah, Alter. Finde, ich muss hier weg. Hier lädt noch so ein bisschen sattes Grün. Da ist so ein kleiner Stadtwald hier sozusagen. Ja, weg hier. Der reinste Wahnsinn. Der reinste Wahnsinn. So, jetzt wird es besser. Jetzt ruckelt es nicht mehr ganz so sehr. Wir fliegen zurück zu unserem Pinökel. Ich hoffe, das ist die richtige Richtung. Müsste. Ich hatte da jetzt tatsächlich 10 FPS, jetzt immer wieder bei 40. Also, das ist schon krass. Gut, also für alle, die sich wundern, diese Folge müsste... Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Diese Folge müsste Mittwoch... Ich glaube, diese kommt an einem Mittwoch. Nehmt es mir nicht übel, falls das jetzt nicht stimmt. Ich bin gerade durch die ganzen Vorabaufnahmen so ein bisschen durcheinander, was das betrifft. An diesem Mittwoch oder schon am Tag zuvor wird vermutlich der Patch rausgekommen sein, wo der Titanosaurus reinkommt und wo das neue Biom Einzug erhält. Jetzt müssen wir mal gucken, hier irgendwo waren die Grenzen zum neuen Biom. Müssten hier eigentlich irgendwo schön langlaufen. Ich weiß jetzt gerade nicht wo. Dieses Update werde ich euch dann nach meinem Urlaub, nach meiner Reise, ich bin ja wieder auf Ausgrabung, bin wieder auf einer kleinen Exkursion unterwegs und nach eben dieser, ich komme am 26. zurück, das heißt, ich werde wahrscheinlich frühestens am 27. kommen aufzunehmen, das heißt irgendwo um den 28. herum wird dann hoffentlich das Update dann von mir auch vorgestellt werden und ich finde jetzt echt gerade die Biomgrenze nicht, die müsste doch hier irgendwo laufen, dachte ich, aber vielleicht bin ich zu weit links. Gut, jedenfalls, wie ich es gesagt habe, ne, sorry dafür, kann ich jetzt nicht ganz so zeitnah vorstellen, wie ihr es sonst von mir gewohnt seid. Selbstverständlich werde ich es aber vorstellen, das ist überhaupt gar keine Frage, die Biomgrenze. Sie verläuft irgendwie eigentlich direkt hier, ich weiß nicht, haben sie vielleicht doch schon rausgepatcht oder so, die Grenze. Ich dachte eigentlich, die wäre noch immer hier drin.
Da ist gerade ein Rex gestorben. Hier, da ist er doch, da ist er doch. Dieser wunderschöne, ne? Also, wenn man rot sieht, dann ist man in dem Gebiet, was verändert wird. Das heißt also, hier beginnend sozusagen geht das Redwood Forest Biom los. Hier alles, was hier noch so Sumpf und Fluss ist, das wird Redwood Forest. Und vor allen Dingen, was man da so an Bildern von gesehen hat, boah, hammergeil. Hammergeil, so mit kleinen Ruinenteilen drin, mit kleinen Bächen. Also man hat nicht mehr nur so riesen Flüsse und Seen, sondern auch so richtig kleine verzweigte Bäche mit kleinen Wasserfällen und ja, und dann halt Redwood Forest, das heißt also die Mammutbäume, die riesigen Mammutbäume werden wir dort haben. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Wir können dort auch dann die neuen Baumstrukturen bauen. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, jetzt Baumhäuser zu bauen, dann mit dem Patch, und dann werden wir versuchen, selbstverständlich auch solche Baumhäuser zu errichten. Da das vermutlich auf unserem Server alle Tribes möchten, ist da angedacht, wir müssen schauen, dass wir es, deshalb auch die Allianz, ne? Ich habe ja eben gesagt, wir haben schon eine Allianz mit den Baumschubsern, die anderen Tribes kommen dann demnächst dazu, und dann mit den Gummibären haben wir, glaube ich, auch schon. Da müssen nur noch die Kampfkekse und Überlebenden rein in die Allianz. Und dann werden wir zusammen ein großes Community-Baumdorf, keine Ahnung, die Evox beleben oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls werden wir dann in dem Redwood Forest Biom versuchen, ein großes Community-Dorf zu errichten, alle Tribes gemeinsam. Wenn man das Bündnis hat, dann geht das ganz gut. Man kann zwar nicht an den Strukturen der anderen mitbauen. Also ich kann jetzt nicht auf eine Struktur, die irgendein Überlebender gesetzt hat, auch noch meine Wand draufsetzen. Das können dann nur Tribe-Interne machen. Aber was außer Kraft gesetzt ist, ist diese Abstandsregelung. Man hat ja normalerweise einen Mindestabstand zu bestehenden Strukturen, bevor man eben was bauen kann. Das heißt also, wenn irgendwo ein Tribe was baut, muss ich wenigstens, keine Ahnung, ich sage jetzt was, 10, 15 Foundations Abstand halten, bis ich was bauen darf. Das ist außer Kraft gesetzt. Man kann also unmittelbar nebeneinander bauen und mal gucken, ob man es mit ein bisschen Trickserei vielleicht auch hinkriegt, dass man dann entsprechend eine Brücke zu einem anderen Haus, zu einem anderen Baumhaus schlagen kann und dergleichen. Das müssen wir einfach mal schauen, aber ich denke, das sollte gehen. Und dann werden wir dort sicherlich viel Spaß haben. Und spätestens dann ist es vielleicht doch auch interessant zu sehen, ob man die Bridge-Mod nicht installieren. Ich stelle mir das sehr geil vor, mit diesen Hängebrücken dann, dann da zu hantieren und die Brücke dann rüberzuschlagen zum Nachbarbaumhaus. Das wäre richtig geil. Gut, so, und jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich der Inhalt der Folge sein sollte, die ich ja, wie gesagt, leider Gottes geschrottet habe wieder, wo ich nicht richtig aufgenommen habe, wo mein OBS nicht wollte, wie es soll. Als ich es dann gemerkt habe, war es zum Glück noch nicht zu spät. Das heißt, hier wird es gleich einen Cut geben. Und dann seht ihr, was da passiert ist. Vorher allerdings will ich euch das schon mal zeigen. Es war so eine geile Aktion von den Gummibären und von den Baumschubsern. Die haben da mitgemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Überlebende auch mit am Start waren. Die Kampfkekse, glaube ich, hatten nicht mitgemacht. Aus Zeitgründen vermutlich, weil das ist sicherlich nicht ganz ohne Zeitaufwand gewesen und vor allen Dingen mit so viel Liebe und Witz und Humor gemacht. Ihr seht, hier laufen ein paar rosa Dodos rum. Ja, sind nur ein paar, sind gar nicht so viele. Überall Gurt ist. In unserer ganzen Basis laufen die mittlerweile rum. Und, ja. Das sind an der Zahl müssten es um die 100 sein. Und wie es dazu gekommen ist, das seht ihr dann jetzt in einem kleinen Videoschnipsel. Es war eine Überraschung, eine kleine Racheaktion an Anubis. Man könnte es auch Prank nennen, ja, ganz gemein. Denn der Anubis in seinem alten Tribe, der hatte so eine Dodo-Phobie, ja. Andere wiederum hatten es eigentlich geliebt, Dodos zu züchten und Dilos, ja. Dodo- und Dilo-Phobie hatte er. Und während einige die Dodo-Zucht betrieben, hatte er das Hobby, diese Dodos eben abzuballern. Und die Rache folgte auf dem Fuße. Leider Gottes muss man sagen, das fand ich jetzt schade. Ja, vielleicht aus dem Affekt oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht war auch einfach die Tageslaune nicht gut. Ich will es gar nicht weiter bewerten. Aber leider Gottes hat es ihm nicht so gefallen, um es mal vorsichtig zu sagen. Er war irgendwie leicht säuerlich. Ich fand es sau cool. Ich könnte mich heute noch darüber beömmeln. Wir haben sie mittlerweile hier in der Basis rumlaufen. Naja gut, aber jetzt kommt erstmal der besagte Schnipsel
Und da könnt ihr euch dieses Schauspiel mal zu Gemüte führen. Es ist einfach nur hammergeil. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an die beteiligten Tribes, an die Bekloppten hier auf dem Server. Es ist so cool mit euch. Immer weiter so. Und mal schauen, was es demnächst dann regnet. Wenn es schon keine rosa Dodos mehr sind, wahrscheinlich. Bis dann. Komm rüber zu Anubis, falls du nicht mehr da bist. Ja, Jetzt bin da. könnte es Jetzt zum Highlight bin ich da. jetzt könnte es lustig werden. Ja, die Dodos. Das ist unglaublich. Echt? Also wie viele werden es sein? 20? Im 25? Haus? Ja. Ja. Wo seid ihr? Im Haus bin ich jetzt gleich. Ich bin nicht im Haus. Da. Du bist nicht im Haus, da ist es dir zu Nein. gefährlich, habe ich gehört. Ja, Ja, es genau. ist einfach Sonst eine Wucht. verschwendet Anubis wieder ein paar Ich finde immer Schüsse. noch den Dodo da oben auf dem Kamin so toll und vor allen Dingen oben Ich auf komme dem. noch nicht mal mehr an meine Schränke ran. Was soll die Scheiße? Das geht mir langsam echt auf den Sack. Komm. Nee, finde ich gar nicht witzig, sowas. Ich komme noch nicht mal an meine Schränke ran. Ich kann nicht mal was bauen hier. Oh Mann. Seid ihr draußen oder drinnen? Wenn ihr draußen seid, schaut mal hinter sein Haus. Wo ist denn hinterm Haus? Naja, Richtung Küche runter. Richtung Küche Aber runter. nach oben bei der umstehenden. Ja. Ich sehe Schau mal nichts. nach oben. Siehst An du die keine Reling. Vögel oben? Jetzt sind es gleich über dem Haus. Nö, ich sehe keine Vögel. Alkoja. Ach da! Oh Mann. Nicht fallen vorne weg, der rosa Quetzi. Ach, das ist angemalt, das hat das jetzt bei mir. Weißt nur ein Problem, ne? Das ist unsere Basis da, nur haben die Viecher dann auch hier drin. Das ist doch kein Problem. Ja, es gibt ja Admin-Befehle. Oh Warum höre ich eigentlich nichts? Was? Mit einem schönen Feuerwehr. Achso, und die Flare Guns haben es auch extra für dich gemacht. Ey, die sind ja gar nicht alle rosa. Ja, und? Oh, jetzt haben Haben sie wir aber lang geübt, ne? ehrlich. Haben es doch schön gemacht. Ja, ich find's cool. Ja. Kriegen wir doch wieder weg, ist doch kein Problem. Eben. Aber müssen wir halt mal durchkehren. Ich finde das einfach nur lustig. Ich glaube, man muss an dieser Stelle mal wertschätzen, wie viel Arbeit sie sich Das gemacht ist der Hammer. Das sind bitte 98 Dodos. Zwei sind heute gestorben. Und da haben alle Tribes zusammengearbeitet. Oh Mann. Das Feuerwerk alleine, Ja, die und die rosa rosa Quetzis, es ist rosa alles bloß Quetzi. angemalt. Ja. Ein Traum. Ein Traum der Hässlichkeit, ja. Moment, hier ist auch noch ein rosa. Ist das? Das ist ein rosa Terrorbird, ja. Ah, ich dachte aber, das wäre der eine schöne von Anubis. Ne, Nein, den hat er ja nein, die hier haben wir noch. nicht. Ja. Oh Gott. Weißt du, das Problem ist echt nur, diese Dodos werden sich in Windeseile über unsere ganze Basis verteilen. Die stehen alle auf Wandering. Nee, ist doch halb so wild. Sie brauchen ja einen J-Drücken nachher. Ja. Oh, schau, Pinguine sind ja auch dabei. Rosa Pinguine? Da rennen Pinguine. Das ist cool. Die ganzen Okay, Köttchen hier.
So bekloppt sind bitte unsere Treibsam-Server. Ja. Muss ich sagen, es fehlt jetzt eigentlich nur noch so ein Regenbogen, der über allem erstrahlt, oder? Ja, dafür kommt das Feuerwerk. Ja, aber wirklich so einfach so ein pinkes Einhorn und ein Regenbogen. Dodo-Eier sammeln. Ja, genau. Was könnten wir jetzt Kuchen backen hier, wenn das Event noch wäre? Oh ja. Ja, was ist das da? Warte mal. Es da regnet haben wir, aha, rote, da haben wir rosa die, Dodos. Ist das nicht ein Traum? Da haben wir die Gummibärchen. Ja, da haben wir die China. Die China ist auch ganz in rosa. Hier steht ein nackter Tobi vor mir. Ja. Ich dachte, die hätten das Nackig-Kostüm an. Nee, das sind nur zwei, glaube ich, die das Nackig-Kostüm haben. Es kommt auch noch Nebel. Das passt. Ah, oh ja. Ja, jetzt haben wir schon langsam das ganze Rosa geladen. Wie, das ganze Rosa hat gelacht. Achso, stimmt, das waren ja... Stimmt, am Anfang sah es so aus, als wären Dodos dabei, die nicht rosa sind. Jetzt ja. Sind sie alle rosa, ja. Das hektische Gekurre. Die müssten jetzt eigentlich noch alle auf Speed gelevelt sein, obwohl sind sie auch, oder? Die gehen doch ab wie Sau. Ich glaube, 500% ist das Maximum. Guck mal, die Pinguine sehen auch gut aus. Ja, doch, sind alle auf Speed. Ja, also ja, ich habe so das Gefühl, du bist Red nicht mehr mit uns. Wir brauchen einen großen Besen. Oh, schau, da rennt ein nackiger Rosa nach. Nackig und rosa. Ich würde sagen, das ist Baloo. Das ist wohl Baloo, ja. Das ist müsste ja. Baloo sein. Rosa Lu. Das sieht so falsch aus, wenn er den Dodo nimmt und nackig dabei ist noch. Das sieht so ganz furchtbar falsch aus. Oh ja. Oh mein Gott. Oh, heilige Scheiße. Oh mein Gott. Guck mal hier, wie. Das sehe ich jetzt erst beim rosa Terrorbird. Da haben sie noch so Sternchen drauf gemalt. Ja. Gottchen. Ja, ich weiß, was angemalt hat. Es ist mit viel Liebe angemalt, Anubis. Es ist mit viel Liebe angemalt, ja. Also entweder ja, müssen wir hier mit Admin-Befehl aufräumen oder wir aktivieren für eine kurze Zeit, damit Anubis aufräumen kann, PvP. Nein, das geht doch noch einfacher. Wir machen ein Bündnis. Ja, oder so. Ja, dann kann man er alle erschießen. Dann kann man sie aufnehmen und wegschmeißen oder so. Bitte sogar ein bisschen Muni spenden, Anubis. Wie viel? Machen noch eine Liebe zwischendrin. Was? Haben die sich verpaart oder kommen gleich Mini-Dodos hier noch? Das wär's, wenn die sich jetzt noch vermehren, dann hast du 500 morgen. Oh Mann. Das müsste passieren, dass die Dodo-Eier dann auch noch ausbrüten, wenn die Temperatur passen sollte. Oh, Anubis steht da oben mit der Waffe. Wir müssen da hier. Ich weiß nicht, wofür er zuerst schießen soll. Wir müssen hier überall Klimageräte aufbauen. Oh ja. Also sowas hätte ich geklappt. Aber zur Info, wir sind bei 36 Minuten. Ja, wir beenden diese Dodo. Diese Dodo-Chaos-Folge. Ja, jetzt wisst ihr, warum wir so komisch herumgespart haben vorher. Ja. Hier das rosa Häuschen. Oh mein. Ein Traum, und Leute. Anubis wird irgendwann noch wieder mit uns reden, vielleicht. Ja. Ach, ich sag, das kriegt man ja weg. Es ist doch nur ein Spaß. Es ist ja alles super. Also ich finde, ich find schön, wie die zusammengearbeitet haben dafür. Ja, vor allen Dingen das auch, ja. Ja, herrlich bekloppt, oder? Also, mir fehlen die Worte. Allein die Arbeit, stell dir mal vor, erstens 100 Dodos zähmen, okay, das geht relativ schnell, muss man dazu sagen. Ja, 100 Dodos zähmen, das ist machbar, wenn man mit allen zusammenarbeitet. Aber dann jeden Dodo anmalen, ja, die haben die dann in die Quetzals reingefrachtet. Und kleine Anmerkung, die Dodos wiegen pro Stück 50 Kilo. Die hatten auf einmal auf dem Quetzal tatsächlich ein Gewichtsproblem. Das ist also auch sehr krass. Und deshalb hat es eine leichte Verzögerung gegeben bei der ganzen Aktion. Hier ist Anubis zu Hause, wie ihr seht. Und wie ihr ebenfalls seht, ist sein Heim mittlerweile Dodo-frei. Er hat sich ja leider Gottes ziemlich aufgeregt. Wie gesagt, eigentlich schade, dass das bei ihm nicht so ankam, wie es eigentlich gedacht ist, dass wir da einen riesen Spaß hatten. Und ja, jetzt laufen halt diese rosa Dodos bei uns in der Basis rum. Wir haben jetzt,
Ja, wir haben jetzt diese, ja, mittlerweile sind es nicht mehr ganz 100, weil die irgendwie dazu neigen, bei uns im Fluss baden zu gehen und dann nicht mehr rauskommen. Ich hatte eben schon wieder einen gerettet. Mal schauen, nämlich ob hier gerade schon wieder eine, die gehen ab im Wasser. Die sind alle auf Speed gelevelt. Der höchste, den ich bisher gesehen habe, war jetzt bei 570% Speed. Keine Ahnung, wahrscheinlich haben die das selbst nicht mehr unter Kontrolle und rasen dann blindlings in diesen Fluss rein und ersaufen. Ja, ich habe eben, wie gesagt, gerade schon einen gerettet vor der Aufnahme. Konnte ich gerade noch so mit Follow kriegen. Die sind gar nicht so einfach dann ins Tage zu kriegen, weil an Land sind die schon schnell mit 500%, aber ich sage euch, im Wasser, das sind Torpedos. Das ist der Hammer. Die sind schneller als Pinguine. Wirklich. Also müsste man Dodo auf Speed leveln und ins Wasser schicken. Das ist ein Traum. Ein echtes Träumchen. So, und ja, mittlerweile, wie gesagt, laufen die überall. Ich denke mal hier, ja, genau, hier auch, ne? Also unsere ganze Basis ist voller Dodos. Wir werden das Gegure allgegenwärtig haben. Und ganz ehrlich, endlich ist alles bereit. Der Weg ist bereitet für die Weltherrschaft. Ja, der Weg ist bereitet für die Weltherrschaft, denn, ja, denn es war der Level 120 Weltherrscher-Dodo. Da guckt er so unschuldig, ne? Der Level 120 Weltherrscher-Dodo war dabei. Mittlerweile Level 199 und ich habe jetzt die glorreiche Aufgabe. Er ist nicht auf Speed gelevelt, doch er ist auf Speed gelevelt. Ich habe jetzt die glorreiche Aufgabe, diesen Dodo, diesen einen Dodo, jenen Dodo über Level 200 zu heben. Und ich würde sagen, ein echter Weltherrscher braucht Damage und wir haben ihn jetzt. Da stand doch gerade 200. Ach, das war's, Äffchen! Protest! Protest! Du hast mich irritiert. Ich dachte, ich hebe ihn jetzt über Level 200. Oh, Loser! Loser, du willst der Weltherrscher sein. Nein, er war Level 120 beim Zähmen. Level 178. Wie viel Level hat er? 2000 Punkte. Wir müssen diesen Dodo leveln. Ich brauche einen Lystrosaurus speziell für diesen Dodo. Wir müssen ihn auf Level 200 bringen. Verdammt! Okay, gut. Dann, ne? Und auf meinem Dach ist auch noch der Dach-Dodo. Den muss ich auch noch eventuell umbenennen, so Dachbewohner oder irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr einen lustigen Namen. Die heißen alle Stern und dann gibt es auch noch Stern, keine Ahnung, irgendeine Zahl 25.2, weil zwischendrin tatsächlich mal ein Dilo über die ganzen Dodos hergefallen ist und den Bestand ordentlich dezimiert hat. So viel zum Thema, wie viel Arbeit die sich gemacht haben. Das ist echt krass, ihr seid so herrlich bekloppt. Ich feiere das. Ich feiere das und ihr seht, wir hatten es auch sehr gefeiert, als die Dodos da vom Himmel fielen. Ein Traum. So, eine kleine, ja, vielleicht für den einen oder anderen nicht so schöne Nachricht erstmal, aber keine Angst, das wird trotzdem gut werden. Wir haben ja leider von Raid und Smiley nichts mehr gehört. Insofern sind wir dazu übergegangen, dann doch das Hotel abzureisen. Wir konnten uns ohnehin um die ganzen Dinos gar nicht kümmern, immer hin und her und alle Futtertröge füllen. Es ist alles so ein bisschen, naja, suboptimal. Und den ganzen Platz konnten wir auch nicht effektiv nutzen. Was uns allerdings noch fehlt, ist ein anständiger Zähmkäfig. Wir haben dort oben jetzt meinen Dino-Häcksler 2.0. Den hat man auch in Betrieb genommen mittlerweile. Der funktioniert bestens. Ja, da sind die Dinos drin. Ihr seht, ich habe den Ring außenrum gebaut. Oben so einen kleinen begehbaren Ring eben. Und das Problem da ist, dass ich das unterstützen musste. Das heißt, ich musste hier mit NC-Säulen arbeiten. Und diese NC-Säulen tragen dann oben diese Ceilings drauf. Die hatten dann einen Snap-Punkt bei der Stelle und deshalb auch einige haben vorgeschlagen, warum setzt du nicht überall Tore rein? Wäre doch viel simpler und kostengünstiger gewesen, stimmt. Aber dann hätte ich keine Snap-Punkte für die Ceilings gehabt. Da, wo Tore sind, da seht ihr, da musste ich frickeln. Das ist da, wo diese Rundungen sind. Da, ne? Hier sehen wir es, da musste ich mit diesen runden Foundations arbeiten, dass die irgendwie so ein bisschen übereinander snappen und dergleichen. Da geht's halt nicht anders, sonst käme ich da nicht um die Ecken. Und naja, jetzt ist der Häcksler auch im Betrieb. Muss ich ganz ehrlich sagen, funktioniert einwandfrei, ist toll. Aber für einen Zähmkäfig ist er auch relativ klein. Deshalb werden wir dort drüben eine große Zähm-Arena bauen. Wir werden also wieder so eine Art Arena errichten, wie wir sie vom ersten Community-Server noch hatten. Also so eine Dodo-Arena hat man da ja, so eine Kampfarena. Und dann werden wir es kombinieren. Vielleicht werden wir auch mal so kleine Spielchen machen, wie wir werfen einen Dino rein und der da drin ist, muss das mit ein paar Pfeilen zähmen, hat aber nicht mehr Platz, als eben die Arena zur Verfügung stellt. Viel Spaß beim Tanzen. Sowas, keine Ahnung. Ja, hier, der Matze baut dafür hier vorne seinen Riesenwürfel. Ja, das wird, das stellen wir dann aber noch separiert vor. Hier kommt das Riesen-Dino-Billy-Regal. Das wird dann nach und nach befüllt werden mit den diversesten Dinos im Regal dann. Das ist
Das wird schon schön. Dann schließen wir die Mauer zur Burg. Ja, wir machen hier die Mauer noch hoch zur Burg und da drüben auch. Und dann gibt es hier noch einen Dino-Wildtiergehege, den Dino-Zoo. Wir werden so viel bauen, wir werden so viel machen und vor allem für den Zoo dann auch wieder so viel zähmen müssen. Wir haben also ganz viel zu tun. Naja, und ein paar Streicheldodos und ein paar, eigentlich sind es Flamingos. Wir müssten auch so ein paar, eigentlich müssten wir so ein paar hier in den See stellen, wenn die dann nicht nur ersaufen würden. Aber so ein paar Flamingos im See, ein paar rosa Dodos als Flamingo im See, das wäre echt cool. Na gut. Während jetzt die Sonne untergeht, würde ich sagen, das soll es dann auch wieder gewesen sein. Wie gesagt, leider ein Zusammenschnitt, weil ich Depp es mal wieder nicht gepackt habe, richtig aufzunehmen. Einen lieben Gruß an Anubis, nimm's uns doch nicht so übel. Es war ein großer Scherz von allen Beteiligten auf diesem Server, von allen, die hier auf dem Server unterwegs sind. Und würdige lieber die Mühe, die sie sich gemacht haben. So, das musste zum Schluss noch sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich sage ein fröhliches Guru-Guru euch allen. Ja, ich gehe jetzt weiter zu meinem Weltherrscher und werde ihn trainieren. Ja, so machen wir das. Und dann werden wir die Herrschaft an uns reißen. Die Dodos und ich, wir alle, werden unbesiegbar sein. Vor allem mit 560% Speed. So, macht's gut. Ciao.